Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Seniorinnen und Senioren, liebe Glaubensgeschwister, herzlich willkommen zum Seniorenpodcast Nummer 39 der Neuapostolischen Kirche Pforzheim. Das heutige Grußwort spricht der Gemeindevorsteher der Gemeinde Neulingen, Evangelist Julius Meyer. Im Beschäftigen mit dem Jahresmotto 2021, Jesus Christus, unsere Zukunft, ward ich an das Wort erinnert, das uns Stammapostel Leber 2009 am Europäischen Jugendtag der Jugend in die Seele geschrieben hat. Wir finden es im Epheserbrief im 3. Kapitel aus den Versen 13 und 14. Ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ja, und das ist das, was unsere Zukunft so bezeichnet, uns auch so auszeichnet, ihr lieben allen. Der Herr, er kommt wieder und da strecken wir uns hin, dahin strecken wir uns aus und wir vergessen. Wir lassen doch letztlich in anderen Worten ausgedrückt zurück, was da hinten ist in der Vergangenheit. Das soll uns nicht mehr grämen, das soll uns nicht festhalten, das soll uns nicht binden, sondern wenn wir nach vorne blicken, wenn wir im Geiste uns an diesen Augenblick hinbegeben, wenn Jesus Christus wiederkommt, wenn die große Gottesfamilie dieses großartige Familienfest beim Herrn im Licht feiern darf. Ja, Stammapostel Leber hat uns dazu 4 Punkte mitgegeben, wie wir dieses Ausstrecken so in ganz wunderbarer Weise pflegen, tun und auch üben können. Das erste, was er genannt hat, das war, dem Herrn zu gefallen. Und wir haben es auch im Gottesdienst zuletzt gehört, am besten können wir dem Herrn gefallen, wenn wir den Glauben halten, wenn wir das Gottvertrauen bewahren. Und ihr Lieben, das lasst uns tun in diesem Ausstrecken nach vorne, in diesem Ausrichten auf Gott und den Herrn. Zeigen wir ihm, wie wir ihm vertrauen, wie sehr wir ihm unseren Glauben geben. Stammapostel Leber hat noch angeführt, in diesem Ausstrecken, in dem nach vorne gehen, wollen wir auch doch dem Herrn dienen. Und ihr Lieben, das lasst uns weiter tun, jeder mit seinen Gaben, jeder mit seiner von Gott gegebenen Kraft. Im Gebet, im Füreinander eintreten, in der Fürbitte und in so manchem, das wir auch tun können in der Gemeinde. Darin richten wir uns nach vorne aus und darin zeigen wir dem Herrn, ja, Herr, wir warten auf dich, nicht einfach nur müßig am Markt, sondern tätig im Dienen, in der Kraft, in der du uns gegeben hast. Ein anderer Punkt, den uns Stammapostel mitgegeben hat, in diesem Ausrichten auf das Ziel Jesus Christus, unsere Zukunft, den anderen dabei ein Segen sein zu können. Und ihr Lieben, das lasst uns weiter tun, in einer ganz wunderbaren und letztlich doch recht einfachen Weise, indem wir unseren Glauben bekennen, indem wir eben dieses Glaubensziel, dort, wo wir hinjagen, wo wir uns hinstrecken, davon sprechen, dies lebendig machen, anderen Zugang dazu geben. Und zu guter Letzt, und das gehört ganz zwangsläufig dazu, dass dieser Siegespreis, ihr Lieben, das ist doch die Wiederkunft Jesu Christi. Das ist, worauf wir zugehen. Das ist Jesus Christus, unsere Zukunft. Darin bleiben wir, in diesem Trachten, in diesem Ringen, dass wir auf diesem Weg bleiben, dass wir in diesem, ja oftmals auch Glaubenskampf bleiben, ihr Lieben alle. Darin lasst uns bleiben, in diesem Jagen
nach dem vorgesteckten Ziel. Und ich wünsche euch allen dazu viel Segen, viel Kraft und Gottes Hilfe. Sonntag, 10. Januar 2021, feierten die neuapostolischen Christen in Süddeutschland und weiteren Ländern des Arbeitsbereichs von Bezirksapostel Michael Erich Gottesdienst mit Stammapostel Schorlik Schneider. Zentrale Gedanken in der Predigt galten der Vollmacht Jesu Christi. Der höchste Geistliche in der Kirche führte an diesem 2. Januarsonntag des noch jungen Jahres 2021 den Gottesdienst in Karlsruhe durch. In seiner Begleitung waren der Bezirksapostel sowie die Apostel Martin Reinberger und Martin Schnaufer aus Süddeutschland. Ein Bibelwort aus dem Neuen Testament aus Kapitel 7 des Matthäusevangeliums verwendete der Stammapostel als Grundlage für die Wortverkündigung. Es handelt sich vom Ende der sogenannten Bergpredigt. Es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Matthäus 7, Vers 28 und 29. Zur weiteren Wortverkündigung rief er Apostel Reinberger und Apostel Schnaufer. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst durch Vorträge von Orgel und Klavier sowie eines Streicherensembles. Der Vollmacht Jesu Christi vertrauen. Jesus Christus lehrte und handelte, so führte der Stammapostel zum Bibelwort aus, in Vollmacht, an der Stelle Gottes. Seine Predigt ist die Wahrheit. Wir vertrauen ihr, wir glauben daran. Gott und seinem Wirken gelte es auch dann zu vertrauen, wenn etwas absolut unmöglich erscheine. Dabei sprach er die Überzeugung an, dass die Liebe Gottes zu den Menschen nicht an ihrem Schicksal auf Erden, ihrem Los, ihrer Lebenssituation zu ermessen ist, sondern am Heil, das er schenkt. Das ist Ausdruck seiner Liebe. Gottes Heilswille ist universal. Er gilt allen Menschen. Zuwendung von Heil geschieht durch die Predigt, durch Vergebung der Sünden und die Sakramente. Der Stammapostel machte deutlich, dass es unmöglich ist, die 10 Gebote, das Doppelgebot der Liebe und die Lehre Jesu Christi völlig umzusetzen, jeden Tag. Aber wir glauben und haben Vertrauen. Er vergibt uns unsere Sünden und Schuld, tröstete er. Wenn wir es nicht schaffen, vergibt er uns. Wichtig sei die Motivation. Es geht darum, aus Liebe zu suchen, den göttlichen Willen zu erfüllen. Wer Jesus liebt, findet immer wieder Gnade bei ihm. Er bekräftigte das Vertrauen in das Gnadenwirken Jesu Christi. Er vergibt dem, der ihn wirklich liebt.
Die Vollmacht Jesu Christi bedeute, so kam es zum Ausdruck, dass Jesus Christus erretten kann. Er werde das Werk vollenden, betonte der Stammapostel. Zu den künftigen Ereignissen der Heilsgeschichte gehört Christi Wiederkunft und die Vereinigung mit ihm bei diesem Ereignis, Beginn der unmittelbaren, unauflöslichen Gemeinschaft mit Gott. Die Aufrichtung des Friedensreiches, wo alle Menschen aller Zeiten das Evangelium Jesu Christi erfahren, und das Endgericht. Orientierung an Jesus Christus. Wir sind gottbezogen. Wir richten uns immer aus nach Jesus Christus, sagte der Stammapostel zu Beginn der Wortverkündigung. Egal, was passiert, egal, in welcher Situation wir stecken, wir vertrauen seiner Liebe und orientieren uns an ihm. Jesus Christus bleibe in allem das Vorbild. Beispielhaft nannte er Krisensituationen, unter anderem die Covid-19-Pandemie, Kranke, Menschen in Ländern, in denen Krieg herrscht, mit einem Wechselbad der Gefühle, hoch und tief, Hoffnung und Enttäuschung. Trotz allem könnten die Glaubenden zuversichtlich sein und eine positive Sicht der Zukunft haben, denn Christus ist unsere Zukunft. Er wird weiterhin für uns sorgen und es wohl mit uns machen, so der Stammapostel. Liebe Glaubensgeschwister, liebe Zuhörer, von vielen Seiten erhielten wir in den letzten Wochen Rückmeldungen, unseren Podcast auch im Jahr 2021 weiter zu senden. Diesem Wunsch kommen wir, zumindest in der von der Corona-Pandemie dominierten Zeit, gerne nach. Die Frage bleibt, welche Inhalte sollte unser Podcast vermitteln? Einerseits haben wir unser Schriftgut sowie die Bibel. Daraus wollen wir im Podcast nur gelegentlich vorlesen, denn die meisten Zuhörer besitzen den eigenen Lesezugang zu Hause. Stimmen der Vergangenheit war eine Serie, die im vergangenen Jahr in vielen unserer Podcast-Ausgaben zu hören waren. Mittlerweile liegen uns jedoch nur noch sehr wenige Tondokumente zu diesem Thema vor, sodass wir uns überlegten, ob wir eine alternative Serie anbieten können. Und tatsächlich fanden wir eine Möglichkeit, die unsere Zuhörer interessieren könnte. Im März 2020 legte Stammapostel Wilhelm Leber erstmals für die Neuapostolische Kirche weltweit einen Katechismus vor, der in jahrelanger Arbeit von einem Apostel- und Expertengremium erstellt wurde. Repräsentanten anderer christlicher Glaubensgemeinschaften und Kirchen brachten vielfältige Anerkennung und Lob für dieses gelungene Werk zum Ausdruck. Stammapostel Leber schreibt in seinem Vorwort: Das Buch bringt gemeinsame Grundüberzeugungen aller Christen zum Ausdruck. Daneben werden die Besonderheiten des neuapostolischen Glaubens entfaltet. Der Katechismus ist geschrieben aus dem Glauben und für Glaubende. Es sei betont, dass bei allen Auffassungsunterschieden die neuapostolische Kirche anderen Kirchen mit ihren Lehraussagen
große Wertschätzung entgegenbringt. Der Katechismus ist ein Grundlagenwerk. Er ist ein Maßstab für das neuapostolische Glaubensleben. Sicherlich beantwortet das vorliegende Buch nicht alle Detailfragen. Es eröffnet viele Möglichkeiten für den Dialog und für die Auseinandersetzung mit Zeitthemen. Zitat Ende. Glaubensfragen sollen also mit Hilfe des Katechismus angerissen und beleuchtet werden. Hier also unsere erste Ausgabe in der neuen Rubrik Einblicke, Aussagen unseres Katechismus. Ihr lieben Geschwister, unser Stammapostel hat im Neujahrsgottesdienst unter anderem auf die Stellung neuapostolischer Christen zum Staat hingewiesen. In diesem Zusammenhang verwies er auch auf das entsprechende Kapitel im Katechismus der Neuapostolischen Kirche. Dort steht auf Seite 472, Kapitel 13.5.1 folgendes: Stellung zum Staat. Die Neuapostolische Kirche legt Wert auf offene und konstruktive Beziehungen zu Regierungen, Behörden und Religionsgemeinschaften. Sie ist parteipolitisch neutral. In ihrem Handeln richtet sie sich nach den Gesetzen des jeweiligen Landes unter Berücksichtigung von Römer 13, Vers 1. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Vergleiche Titus 3, Vers 1 und 1. Petrus 2, Vers 13. Das bedeutet allerdings nicht, dass alle von der Obrigkeit ausgehenden Anordnungen von Gott sind, denn diese kann ihre Aufgabe verfehlen, ja grob verletzen. Auch die Staatsgewalt muss sich an göttlichen Geboten messen lassen. Die Kirche erfüllt ihre aus den Gesetzen und Verordnungen des jeweiligen Landes bestehenden Verpflichtungen. Sie erwartet auch, dass sie in ihrer Position respektiert und anerkannt wird. Von ihren Mitgliedern erwartet die Kirche, dass sie die Gesetze und staatsbürgerlichen Pflichten ihres Landes erfüllen, soweit sie im Einklang mit den göttlichen Geboten stehen. Dabei kann das, was in Apostelgeschichte 4 von Petrus und Johannes berichtet wird, eine Orientierungshilfe sein. Als ihnen verboten wurde, im Namen Jesu zu lehren, achteten sie ihre Gehorsamspflicht gegenüber Gott für höher als die gegenüber der Staatsgewalt. Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Apostelgeschichte 4, 18 und 19. Später verantworteten sie sich vor dem Hohen Rat mit den Worten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Hieran erkennt man, dass ein Christ der Staatsgewalt grundsätzlich untertan ist, die Staatsgewalt jedoch ist den göttlichen Gesetzen untergeordnet. Diese Position formuliert der 10. Glaubensartikel. Ich glaube, dass ich der weltlichen Obrigkeit zum Gehorsam verpflichtet bin, soweit nicht göttliche Gesetze dem entgegenstehen. Zwischen irdischen und göttlichen Gesetzen kann also ein Spannungsfeld bestehen. Der Einzelne muss dann eigenverantwortlich entscheiden, ob er sich unter Hinweis auf seine Glaubensüberzeugung einer vorgegebenen Regelung widersetzt, die gegen göttliche Gesetze verstößt. Unter vorgegebenen Regelungen sind Anordnungen zu verstehen, die übergeordnete Instanzen treffen. Amen.
Interview mit Gott. Treten Sie ein, sagte Gott. Sie möchten mich also interviewen? Wenn Sie Zeit haben, sagte ich. Gott lächelte und sagte, meine Zeit ist die Ewigkeit, davon habe ich also genug. Was möchten Sie mich fragen? Was erstaunt Sie am meisten bei den Menschen? Er antwortete, viele setzen ihre Gesundheit aufs Spiel, um viel Geld zu machen, und dann werfen sie ihr Geld raus, um ihre Gesundheit wiederherzustellen. Weil viele sich ängstliche Gedanken über die Zukunft machen, verpassen sie die Gegenwart und werden weder ihr noch der Zukunft gerecht. Viele leben, als wenn sie nie stürben, und sie sterben, als wenn sie nie gelebt hätten. Gott nahm meine Hand und wir waren für eine Zeit lang still. Dann fragte ich weiter, welche Lebensregeln würden Sie den Kindern, die Eltern werden, weitergeben? Gott antwortete mit einem Lächeln, zu lernen, dass sie niemand veranlassen können, sie zu lieben. Was sie tun können, ist zuzulassen, dass sie geliebt werden. Zu lernen, dass der größte Besitz im Leben nicht ist, was sie haben, sondern wen sie haben. Zu lernen, dass es nicht gut ist, sich mit anderen zu vergleichen. Zu lernen, dass es nur ein paar Sekunden braucht, um jemanden, den man liebt, schwere Wunden zuzufügen, dass es aber Jahre benötigt, um sie wieder zu heilen. Zu lernen, zu verzeihen, indem sie das Verzeihen immer wieder üben. Zu lernen, dass man mit Geld fast alles kaufen kann, außer Glück und Zufriedenheit. Zu lernen, dass zwei Personen dasselbe sehen können und es trotzdem ganz anders sehen. Zu lernen, dass ein wirklicher Freund alles über einen weiß und einen trotzdem mag. Zu lernen, dass es nicht genug ist, anderen zu verzeihen, sondern dass sie auch sich selbst verzeihen müssen. Ich saß eine Zeit lang da, um das alles zu überdenken. Ich dankte ihm, auch für alles, was er mir und meiner Familie Gutes getan hatte. Er antwortete, ich bin 24 Stunden am Tag für Sie da. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, nach mir zu fragen. Und ich werde antworten. Gedanken unseres Stammapostels Richard Fehr. Maranatha, unser Herr kommt. Danach kommt das Reich des Friedens, in dem der liebe Gott dir schon einen Platz zugewiesen hat. Du musst dafür sorgen, dass du diesen Platz nicht hergibst und die Platzkarte in deinem Herzen bewahrst. Wir wollen nicht nur davon singen, auf ewig bei dem Herrn, wir wollen es auch sein. Thank you.
Gebet in Demut. Herr, du weißt besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter und eines Tages alt sein werde. Bewahre mich vor der Einbildung, bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema etwas sagen zu müssen. Erlöse mich von der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. Lehre mich, nachdenklich, aber nicht grüblerisch, hilfreich, aber nicht diktatorisch zu sein. Lehre mich, schweigen über meine Krankheiten und Beschwerden. Sie nehmen zu, und die Lust, sie zu beschreiben, wächst von Jahr zu Jahr. Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen, mir Krankheitsschilderungen anderer mit Freude anzuhören, aber lehre mich, sie geduldig zu ertragen. Ich wage auch nicht, um ein besseres Gedächtnis zu bitten, nur um etwas mehr Bescheidenheit und etwas weniger Bestimmtheit, wenn mein Gedächtnis nicht mit dem der anderen übereinstimmt. Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann. Erhalte mich so liebenswert wie möglich. Ich weiß, dass ich nicht unbedingt ein Heiliger bin, aber ein alter Griesgram ist das Königswerk des Teufels. Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken und verleihe mir, Herr, die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen. Nun betet Evangelist Meier noch mit uns. Allmächtiger Gott und lieber himmlischer Vater, wir dürfen uns wieder miteinander verbinden, im Geiste und in diesem Gebet, dürfen vor dich treten, dürfen dir zuallererst Dank sagen. Dank, Vater, dass du uns kennst, dass du uns beim Namen gerufen hast. Danke, dass wir dich Vater nennen dürfen, der du bist, der größte König aller Könige, der du geschaffen hast, Himmel und Erde, der du alles gemacht hast, ja letztlich auch uns gemacht hast. Und Vater, wir danken dir, dass du uns bis hierher begleitet, geführt und zubereitet hast. Und Vater, es darf weitergehen. Du lässt nicht von uns, du lässt nicht ab in deiner Geduld und in deiner Liebe, in deiner Treue und deiner Barmherzigkeit. Und das macht uns immer wieder so dankbar. Das lässt uns still werden, das lässt uns demütig werden, auch wenn wir jetzt im Gebet wieder vor dich treten, die Zwiesprache zu dir suchen, weil es uns immer wieder ein Bedürfnis ist, mit dir zu sprechen. Und weil du immer besondere Worte des ewigen Lebens für uns bereithältst. Und so ist es uns eine Kraftquelle, eine Stärkung, so wie wir es auch am vergangenen Sonntag gehört haben, wie es auch den Aposteln ein Anliegen war, stärke unseren Glauben. So ist es uns auch jetzt ein Anliegen, stärke unseren Glauben, stärke uns im Zusammensein, in der Gemeinschaft mit dir, Vater,
und so stärke du uns auch für die vor uns liegende Zeit. Vater, du weißt um alle Verhältnisse, du weißt, was ein jeder noch still in dieses Gebet hineinlegt und hineinträgt. Wir bitten dich, erhöre auch dies. Du weißt, was ein jeder braucht. Lass einen jeden auch spüren und wissen und erleben dürfen. Du bist bei ihm. Du bist da, Vater. Du bist im Lebensboot und du gibst Stütze, du gibst Hilfe, du gibst Rat, wo es möglich ist. Vater, so lass uns nun in diesem Gebet miteinander vereint sein. Lass uns diese Augenblicke erleben. Leg alles Unausgesprochene hinzu und erhör's um Jesu Willen erbeten. Amen. Lieben Geschwister, gerne möchten wir in diesem neuen Jahr eine gemeinsame Bezirksaktion starten, die auch unter den aktuellen Gegebenheiten und Regelungen bezüglich der Corona-Pandemie möglich ist. Dazu haben wir gedacht, dass wir als Bezirk Pforzheim ein gemeinsames Produkt erstellen können, das ihr dann auch alle erwerben könnt. Der Überschuss daraus kommt der Sterneninsel Pforzheim zugute. Um was geht es? Die Idee ist, dass wir ein Rezeptbuch voller Leckereien aus dem Bezirk Pforzheim zusammenstellen. Dabei ist es egal, ob Suppe, Salat, Hauptgericht, Kuchen, Getränk und so weiter. Alles ist willkommen und kommt in unser Rezeptbuch rein. Das fertige Buch kann dann von allen Geschwistern aus dem Bezirk auf Spendenbasis erworben werden. Zuerst brauchen wir jetzt aber viele Rezepte von euch. Wie könnt ihr mitmachen? Sucht euch euer Lieblingsrezept aus. Schreibt es von Hand, gut leserlich, auf einem oder zwei weißen Blanko DIN A5 Blättern auf, setzt euren Namen und eure Gemeinde darunter und dann braucht ihr es nur noch zu verschicken. Mit eurer Einsendung erklärt ihr euch einverstanden, dass wir euer Rezept mit eurem Namen drucken dürfen. Dann packt ihr es entweder ungefaltet in ein Kuvert und schickt es an Michael Hagel, Grünstraße 2 in Neulingen. Oder ihr scannt es ein und schickt es per E-Mail an rezeptbuch.nak.pforzheim@gmail.com. Die Adresse könnt ihr auch gerne bei eurem Vorsteher erfragen. Eure Rezepte könnt ihr uns bitte bis zum 15. Februar 2021 schicken und dann starten wir mit dem Zusammenstellen des Buches. Jetzt freuen wir uns auf eure Lieblingsrezepte und grüßen euch ganz herzlich, euer Rezeptbuchteam. Hier sind die Bekanntgaben von heute, Dienstag, 26. Januar 2021. Zunächst sind zwei Trauerfälle bekannt zu geben. Aus der Gemeinde Eisingen ist unsere Schwester Esther Daub im Alter von 73 Jahren heimgegangen. Aus der Gemeinde Ispringen ist unser Priester in Ruhe, Fred Kunzmann, im Alter von 84 Jahren heimgegangen. Beide Trauerfeiern werden wie zurzeit üblich im kleinen Rahmen stattfinden. Bis auf Weiteres finden keine Wochengottesdienste statt. Für die Gebietskirche Süddeutschland
wird dafür ein zentraler Videogottesdienst angeboten. In einigen Gemeinden des Bezirks sind für die nächsten Sonntage Präsenzgottesdienste geplant. Weitere Gottesdienste können per YouTube und per Telefon empfangen werden. Unser nächster Podcast Nummer 40 wird ab Dienstag, den 9. Februar 2021 abrufbar sein. Das war der Podcast Nummer 39 für die Senioren der Neuapostolischen Kirche im Bezirk Pforzheim. Es sprachen Julius Meyer und Annette Hagel, beide Neulingen, Norman Denzinger Büchenbronn, Adrian und Jonas Euchner Birkenfeld. Weitere Mitarbeit: Esther Daub-Eisingen, Michael Hagel Neulingen, Karin Schüttle und Jens Zimmermann, beide Brötzingen. Klavier: Frank Göbel, Bayernstraße. Orgel mit Trompete: Manfred Rivoa, Bayernstraße. Orgel Solo: Markus Trilla Mühlacker. Chorgesang mit freundlicher Genehmigung dem YouTube-Kanal Dietmar Wedel entnommen. Tonschnitt: Friedhelm Carter, Bayernstraße. Gesamtleitung: Wolfgang Müller, Brötzingen.